Das ist ein Kugelgürteltier. Und da oben ist der Zweifarb. Tamarin, da oben irgendwo habe ich ihn gesehen. Der läuft da oben irgendwo lang. Dann nimmst du das auf? Ja. Die schickt Andrea uns. Ja, da richtig. Da oben ist noch einer hinten drin da. Wo denn? Ach, da hinten. Ein kleiner Lemur. Wir haben hier so einen Rundgang scheinbar. Ja, ein Faultier ist hier drin. Da hinten. Seht ihr den? Zwischen den Büschen. Da. Seht ihr ihn? Jo, da sehe ich ihn. Haha. Hier kannst du ihn sehen. Guck mal. Kannst du, komm hier einen Schritt zurück? Ich seh ihn. Guck mal, wer da oben in der Hängematte liegt. Moin, mein Alter, moin. Zwei Finger Faultier. Guck mal, da oben ist er. Hast du gesehen? Der hängt sich wie Schwanz hin und hängt sich dann im Kopf. Ja. Hey, kleiner Mann. Was würde ich mit dem? Bei uns kriegst du mal. Sind die Zwergseidenaffen. Mit einem Gewicht von nur 130 Gramm sind sie auch die kleinsten Vertreter der echten Affen. Hauptnahrung der Zwerge sind zuckerreiche Baumsäfte. Die Affen knabbern mit ihren sägeartigen Schneidezähnen die Rinder ein. Dann können sie den austretenden Saft aufwerten. Hierzu erhalten sie mit Balsams präparierte Äste. Ja. Das ist aber schön. Das ist sehr schön. Ja. Schau mal, die sind draußen. Ole? Wir suchen Fische, Jungs. Die sind im Winter da drin. Die laufen hier irgendwo rum. Ups. Bitte schön. Da oben können wir drauf gehen. Wo drauf? Da oben drauf. Ja. Na, sollen wir mal welche suchen? Ole, schau mal. Das hier ist jetzt alles frei. Die können hier überall rumklettern, auch hier oben in den Bäumen. Die dürfen sich ganz frei hier bewegen. Also können die auch... ganz oben sein beispielsweise. Auch können die da so einem... Stopp. Ja. Weiter. Stopp. Stimmt. Komm mal mit.
Zum Glück sind es nicht die Tiger. Hier, da sind sie. Guck mal, da oben sind welche. Ja, stimmt, tatsächlich. Blätterfresser mit schwarz-weißem Mantel. Das ist ein mega feiner Bär. Schneeweißes Fell haben die. Ja. Bis die 3000 Meter Höhe, wusstest du das? Nee. So, jetzt machen wir.